unser Stuttgarter Labor hat soeben das Internet erfunden. Und deswegen konnte die auch gestern der gelbe Sack nicht ausstellen. Wir haben ein Problem. Ein gefährliches Verbrechersyndikat hat es aufs Internet abgesehen. Wir kriegen ja jetzt der Hanne bei der Polizei hochmoderne Ausrichtung. Dann verwischen wir die auch. Wir setzen der bahnbrechende neue Ermittlungsmethode ein. Herr Kommissar, ich bin Wahrsager und soll Ihnen helfen. Sagt Ihnen denn noch der Name Dr. Mabuse etwas? Ist das von der Tanzlehrerin von Let's Dance, der Mann? Der Dr. Mabuse ist wieder aktiv. Der grausige Verbrecher, ich denke, der wäre hier. Der Mabuse wollte die Welt unterwerfen, indem er Angst und Chaos verbreitet. Einer seiner Pläne war, die Tabakindustrie zu kontrollieren und alle zu Raucher zu machen, aber das hat ja Gott sei Dank nicht geklappt. Alle Einsatzkräfte zur Verfolgung von Dr. Mabuse. Wir hängen gleich, aber wenn ihr euch gerade brauchen, könnt ihr mir beim Luigi ihr Pizza Prosciutto mit viel Zwiebeln bestellen. Was wollt ihr jetzt da in dem Internet anfangen? Eine Seite, wo sich junge Schwaben vernetzen können. Ich weiß nur noch nicht, wie ich sie nenne. Fleißbuch oder so ähnlich. Mabuse. 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 Dr. Mabuse. Wenn das dritte Ringli am Sigomatik oben ist, dann musst du runter da. Runter, Herr Kommissar! Wenn wir die Identität von dem Dr. Mabuse bald aufdecken, dann wird's düster im schwäbischen Internet. Sabine, ich hab dein Bildle entgleicht. Dann lösche ich die aus meiner Freundesliste.